Das Auto will einfach immer mehr. Dabei kein Kev. Hallo, ich bin der Kai von Autoscout und heute sind wir in Klosterfelde bei Berlin. Es ist Sonntag, perfektes Wetter für eine Ausfahrt mit dem Auto. Und es gibt ein Auto, was prädestiniert ist dafür. Und zwar, das ist der Lotus Elise oder die Elise. Und da das so klein ist, haben wir gleich den ganzen Club mitgebracht. Der steht da hinter mir. Seid gespannt. Das ist eine Lotus Elise, ne? Also vor mir, wir sind glaube ich 10 Autos. Das war ganz einfach. Der Marc, also den werden wir ja noch sehen, hat uns einfach mal ein paar Leute zusammengetrommelt und für so hat es das Auto gebaut. Ganz ehrlich, für Ausfahrten, ne? Und ich meine, es kommt aus England. In England wurde der Kapitalismus erfunden, aber anscheinend waren die doch nicht so unfair, weil die bauen Sportwagen für das Volk. Weil das ist ein bezahlbarer Sportwagen. Machen Sie uns vor, wenn du einen bezahlbaren Sportwagen willst für unter 50.000 Euro, kriegst du meistens irgendein Stino-Auto auf Dope. Also irgend so ein Oma-Golf als GTI oder als R. Alle schöne Autos, aber das sind per se ja nicht dafür gebaut worden. Dieses Auto kann gerade mal gar nichts außer Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist richtig gut. Elise gibt es in 3 Ausbaustufen. 1, 2, 3. Am Anfang kamen die Motoren von Rover. Später von Toyota, ist eine 1.8er jetzt hier hinten drin, gibt es in diversen Ausbaustufen bis eine Kompressoraufladung, wo das Ding richtig Zunder macht. Ne? Und hier ist kein Schnickschnack drin, das Ding hat keinerlei elektrische Helferlein. Ich glaube, das Einzige ist, wo wir die Batterie brauchen, um den Motor anzukriegen und ein bisschen Licht zu machen. Das ist es. Kein ESP, kein ABS, kein Traktions-, Auffahr-, Warn-, Turbo-Ding. Alles nicht fahren. Fünfgangschaltung, Zunder im Meer. Macht einfach Spaß. Es braucht, weißt du, es ist ja so, wenn du ein großes, schweres Auto hast, brauchst du viel PS, um schwer zu fahren. Hast du ein leichtes Auto wie dieses, reichen wenig PS, um richtig Spaß zu haben. Weil nehmen wir mal an, das Ding, du willst 1 Kilo Masse beschleunigen, da reicht schon 1 PS, dass es richtig schnell geht. So, dieses Ding wiegt deutlich unter 1000 Kilo. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das hier Spaß macht. Und nochmal, dieses Auto kaufst du nur zu einer Sache, um Spaß zu haben. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber das ist wie ein Dildo für das Autofahren. Du bist kurz mal zum Motörchen von Toyota, ne? Das ist ja so ähnlich wie der VTEC von Honda. Das heißt, du hast bis zum gewissen Drehzahlbank Zunder, dann macht er richtig auf, also ändert nochmal die Kipphebelstellung. Und dann geht die Fuhre richtig ab. Das macht übrigens auch den Umstieg für Motorradfahrer auf dieses Auto sehr leicht, weil die Möhre dreht einfach mal bis knapp 9000 Umdrehungen. Das ist amtlich. Zahnstangenlenkung. Nicht irgend so ein Elektro-Gedöns, was das irgendwie so synthetisch macht. Also man wird hier wirklich, man wird hier zum automobilen Waldschrat irgendwie in dem Auto. Man will gar nicht mehr. Das ist uncool. Ne? So. Ich glaube, das kleinste Lenkrad, was ich je in der Hand gehabt habe, außer ich bin mal ein Bobbycar gefahren. Da sind die größer gefühlt. Ja. Dach auf. Geil. Jetzt haben wir mal einen kleinen Break gemacht, weil wir reden die ganze Zeit über Lotus. Jetzt müssen wir mal drüber reden, was kostet der Spaß, worauf muss man achten beim Kauf. Wer sollte es besser wissen als Marc von Baseline Cars hier aus Berlin? Hallo Marc. Hi. Habt ihr vielleicht im Hintergrund schon ein Bild gesehen? Der fährt ihr auch mit. Und jetzt gehen wir mal rein. So Marc, wir haben ja hier eine, nennen wir es mal, eine kleine Auswahl. Willkommen im Paradies. Willkommen im Lotus-Paradies, genau. Ich glaube, du hast ja alles, ne? Also die Elise ist mit da, dann wäre das zweite Modell wäre die Exige. Haben wir auch da und das größte Modell aktuell wäre die Evora. Die Evora und der 311. Genau. Aber fangen wir mal mit dem, also bei den Preisen zu sagen, Brot- und Buttermodell ist eigentlich unfair. Sagen wir mal, da fängt der Spaß an mit der Elise, ne? Ja. Genau.
Es gibt drei Serien, sagt man hier, 1, 2 und 3. Serie 1, 2 und 3. Das ist eine 1? Serie 1, genau. Immer gut dran zu erkennen an den runden Scheinwerfern hier vorne. Später wurde es ja dann so ein Tropfenauge, kann man das so sagen? Ja, das Wespengesicht. Das Wespengesicht. Würdest du sagen, ist ein guter Einstieg in die Welt von Lotus, sich eine 1 zu kaufen? Das ist Geschmacksfrage. Ja. Also ob 1, 2 oder 3, da gibt es kein richtig oder falsch. Da gibt es einfach nur der persönliche Geschmack und vielleicht auch ein kleines bisschen der Geldbeutel. Aber da kann man nicht richtig oder falsch sagen. Du hast es angesprochen, Geldbeutel. Sagen wir mal, bei einer 1 gut erhalten, wo kann man suchen bei uns auf der Seite? Welcher Preis muss da ungefähr dran stehen? Ab 20. Ab 20. Also wirklich ein sehr fairer Preis, finde ich. Ne? Für ein Modell mit einem, damals noch mit einem Rover-Motor, ne? Genau, 96 vorgestellt mit einem K-Series-Motor. Genau, was hat der ungefähr an Leistung? 1,8 Liter, 120 PS. Klingt nicht viel, aber wie wir festgestellt haben, ist das verdammt schnell. Genau, so, wo hast du mal eine 2 stehen, die wir zeigen können? Das ist eine 2. Genau, gehen wir hin. Schönes Modell in, fand ich übrigens witzig, die Farbe. Laser Blue, so wurde sie 2001 vorgestellt. Die Und das ist auch eine 2001er. Das ist eine 2001er. Ja. Also hier sieht man gut, die Lampen haben sich geändert. Was ist noch der größte Unterschied? Optisch. Also das Chassis ist grundsätzlich gleich geblieben, die Karosserie ist komplett neu und 2001 ist auch noch der alte K-Series-Motor mit 120 PS darunter. Wann haben Sie auf Toyota gewechselt? 2004. 2004, genau. Ist das nicht sogar eine Porsche-Farbe gewesen? Nee. Aber gab es denn eine Porsche-Farbe, ne? Das ist eine Porsche-Farbe. Das ist eine Porsche-Farbe? Ja. Ach stimmt, in der 3. Genau. Gehen wir mal rüber, da haben wir nicht einen 3. Die nennt Lotus sogar Porsche Miami Blue. Ja. Das ist jetzt eine wunderschöne 3, ein Cup-Modell, ne? Bis auf einen kleinen Kratzer an der Seite ist das die Speerspitze der aktuellen Lotus Elise-Modelle, die Cup 250, genau. Genau, das heißt 250 PS, im Namen steht es immer mit drin. Richtig. Das ist denn schon so ein richtiges Track-Tool, wie man so schön sagt, ne? Das ist ein richtiges Track-Tool, genau. Genau. Sind sie alle, aber die insbesondere. Ich stell dir mal vor, wir haben jetzt die Kaufinteresse geweckt. Würdest du empfehlen, erstmal vielleicht einen Club zu besuchen, mal mit ein paar Leuten zu sprechen, die sowas fahren? Weil ich glaube, so für mich stellt sich das so dar, es gibt viele Optionen, die man ziehen kann. Ne? Ja, wobei aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, es kommen ganz selten Leute her, die überhaupt noch nicht mit dem Thema umgegangen sind. Also alle, die hierher kommen, sind mit dem Thema schon eine ganze Weile unterwegs. Also am liebsten sind mir so die Leute in meinem Alter. Die kommen dann so an, altes Foto, 96er Autoausstellung und haben dann so ein Foto von sich und der Elise S1 bei der Vorstellung. Und dieses Foto tragen die seit 20 Jahren mit sich rum oder inzwischen 25 Jahre und sagen so, jetzt ist es soweit. Und die wissen dann auch im Prinzip schon ungefähr, was sie wollen. Es gibt selten einen Kunden, der sagt, ich weiß nicht, ob ich mir S1, S2 oder S3 kaufe. Da spielt natürlich ganz viel der persönliche Geschmack. Ja. Tendenziell, je älter die Leute sind, desto eher S1, je jünger S2 oder S3. Genau, und man kann den Sportwagen für die Wochenendausfahrt draus machen. Richtig. Oder, wie man hier sieht, ein richtiges Track-Tool. Also du kannst, das ist das wirklich das Schöne an dem Auto, du kannst mit der Kiste alles machen. Wisst ihr, wo Lotus überall drin ist? Überlegt mal, das kennt ihr auch alle. Schalten ist kein Geheimnis, hat Papa immer gesagt. So, Lotus Omega, also Opel Omega Lotus, geiles Auto. DMC 12, also der Zurück in die Zukunft Bomber. Es gab, glaube ich, eine C4 Corvette mit einem LT, wie sind die, LT 85? Ich glaube, LT 85. Einer ganz wenigen Smallblock-Motoren, der mit 4-Ventil-Technik ausgeliefert wurde. Das Ding hat untenrum gebullert wie ein V8. Obenrum hat das Ding so gesägt, weil damals Corvette gesagt hat, wir holen uns mal Experten ins Haus, wir wollen ein Auto, was richtig Rambazamba macht. Da waren die mit dran. Ach, übrigens Tesla, ne? Für die ganzen Öko-Boys unter uns. Tesla, das erste Auto, war ein Elise mit einem Elektroantrieb drin. Elon ist ja ein streitbarer Zeitgenosse, weil der ging ein bisschen übel nehmen ist, dass er jetzt behauptet, der Anteil von Lotus war gar nicht so groß. Nee, das ist falsch. Also Lotus hat einen sehr großen Anteil daran gehabt, dass es den ersten Tesla gegeben hat. Finde ich unfair, dass er das nicht zugibt. Ne? Also die Briten haben praktisch die Elektromobilität stark unterstützt. Den Hennessy, eines der stärksten Autos aus den USA, der nimmt ein Chassis von Lotus und bricht alle Geschwindigkeitsrekorde. Also der Colin Chapman hat sich schon, der hatte den richtigen Riecher damals, als er diese Autos gebaut hat. Ich meine,
Roadster-Produzenten gibt es ja so einige in England. Wenn man mal da war, kleine Straßen, ne? Also schöne Gassen. So. Wenn mal Sonne ist, fährt der Brite halt aus. Ne? Ich dachte so, wer fährt so Lotus? Ja, das sind echt coole Leute. Und zumal Leute, von denen man gar nicht erwartet, dass die sich so einen geilen Sportwagen kaufen würden. Das ist ein Zeichen von Nachhaltigkeit. Ist das genau das richtige Auto? Großserientechnik, geil verpackt, sparsam, nimmt nicht viel Parkplatz weg, verbraucht nicht viel. Ich meine, das Lotus-Emblem, ne? Wenn man drauf guckt, ist ja gelb, das ist für die Sonne. Das Grün innen drinne ist für British Racing Green, ja, wissen wir ja alle, British Racing Green. Und die Ziffern da drinne sind die Initialen von Colin, ja, die ganz langen Namen, ja, Chapman. Also noch drei, vier Namen hinten dran oder in der Mitte. Kritikpunkte an diesem Auto. Nee, gibt keinen. Wenn du natürlich ein Kombi kaufen willst, ist das das falsche Auto. Wenn du einen Sportwagen willst, genau der richtige. Es gibt, okay, wir halten mal fest, an diesem Auto gibt es keine Kritikpunkte. Wer in diesem Auto nicht zufrieden ist, hat einfach das falsche Auto für sich gekauft. Nicht das falsche Auto, sondern das falsche Auto für sich. Oh, ist aus Versehen passiert. Entschuldigung. Ja, der Lotus, ne? Ein richtiges Spaßmobil. Ne? Entweder für die Ausfahrt oder für den Trek. Also mir hat es mega gefallen. Euch hoffentlich auch. Wir werden jetzt schön weiterfahren. Und in diesem Sinne, ja, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Euer Kai. Ciao.